11 Tage in Folge ist der Dow Jones jetzt gestiegen. Das ist der längste Anstieg seit dem Jahr 2017. Und der Dow besteht ja vorwiegend aus Value-Werten, die ja zuletzt lange Zeit nicht so wahnsinnig populär waren. Da wollten ja alle Tech haben. Tech ist gestiegen. Künstliche Intelligenz war der heiße Scheiß auf Deutsch gesagt. Jetzt will man plötzlich Value-Werte haben. Was sagt uns das über die Märkte? Wie ist die aktuelle Lage? Wir machen mal einen kleinen Streifzug durch die aktuelle Lage. Hier sehen wir Dow Jones auch gestern. Dann wieder der beste Index, der Nasdaq 100 bleibt deutlich zurück. Interessant, auch der VIX gestern gestiegen. Nasdaq oben sehen wir dieses Rebalance, die aufgewichteten und die downgewichteten Aktien aufgrund dieser Umgewichtung im S&P 500 spielt vielleicht noch eine Rolle beim Nasdaq, aber kommen wir mal zum Dow Jones. Da haben wir oben den Dow Jones Industrials, also den klassischen Dow. Industrials zeigt schon vorwiegend Industriewerte sind da drin, aber nicht nur. Und unten haben wir den Dow Jones Transport, also die Transportwerte. Und beide scheinen nach oben ausgebrochen zu sein. Der Dow Jones auf einem neuen 52-Wochen-Hoch. Und wenn wir das uns mal anschauen, dann sehen wir da eine umgekehrte Schulterkopf-Schulter-Formation, die nach oben ausgebrochen ist. Wir sind schon ziemlich überkauft, oben im RSI über der 70er-Marke. Aber das sieht ja zunächst mal relativ bullisch aus. Aber wenn der Dow Jones so gut dasteht, dann muss ja die Wirtschaft gut laufen. Das muss irgendwie korrespondieren. Dann müssen die Unternehmen, die im Dow Jones sind, eigentlich gute Geschäfte machen. Schauen wir hier zunächst nochmal. Und dann sehen wir, dass es vor allem die Banken sind, die hier stützen. Banken jetzt seit einigen Tagen deutlich besser als Tech entwickelt. Nun, kein Wunder, die Banken waren auch ziemlich günstig im Vergleich zu Tech. Aber auf der anderen Seite sehen wir unten hier die Kreditvergabe. Die Kriterien werden immer strenger. Die sind jetzt auf einem Niveau, das normalerweise zu Beginn einer Rezession ist. Und das passt ja dann irgendwie nicht zu diesem wunderbaren Umfeld eigentlich, das wir erleben. Gleichzeitig sehen wir, dass Mike Wilson jetzt von Morgan Stanley gesagt hat, okay, ich habe mich geirrt, aber nach wie vor glaube ich, dass die Märkte ein Problem bekommen, ähnlich JP Morgans Kolanovic, also die beiden Bären, die jetzt sagen, mea culpa, es war zumindest kurzfristig ein Irrtum. Die müssen jetzt sozusagen erstmal eine Entschuldigung da raushauen. Das zeigt, dass die Dinge ein bisschen sehr bullisch sind. Fear and Greed Index 83%, also extrem hoch. Wir sehen die Vermögensverwalter 99% investiert. Wir sehen über 51% der Privatanleger in den USA sind Bullen. Also die Stimmung, die kann nicht viel bullischer sein. Und auf der anderen Seite sehen wir jetzt zu Beginn der Berichtssaison, dass immer mehr Unternehmen enttäuschen mit den Zahlen. Hier sehen wir unten in dieser Grafik gelb. Das sind die Misses. Das geht nach oben. Misses on both, also Revenue, Gewinn, Umsatz und Earnings, also Gewinne. Heute kommen ja wichtig jetzt die Fortsetzung der Tech-Berichterstattung, nachdem Tesla und Netflix eher enttäuscht haben. Heute dann Microsoft, Alphabet, Snap, Visa. Das sind wichtige Tech-Konzerne, aber vor allem natürlich Microsoft und Alphabet. Wir werden auf Finanzmarktwelt darüber berichten. Also wir sehen, dass sich das so ein bisschen eintrübt und wir sehen hier eine Microsoft, die ja zuletzt 156 Milliarden Dollar hinzugewonnen hat, weil man ihre schlechte KI-Geschichte anbieten will in Microsoft Office. Bin mal gespannt, wie viele das kaufen. Hier sehen wir, der Kurs von Microsoft ist über das Bollinger Band hinaus und seitdem hat er ein bisschen Schwierigkeiten. Insgesamt sehen wir auch, wenn die Aktien gut berichten oder die Unternehmen gut berichten, dann sehen wir, dass dennoch die Aktien zu Schwäche tendieren bisher. Also wir sehen, dass diese Berichtssaison jetzt nicht so diesen Drive hat bisher und gleichzeitig sind die Aktienmärkte, ich konnte es gelegentlich mal schon erwähnen, ziemlich teuer. Wir sehen hier die Gewinne in Dollar. Die sind im zweiten Quartal wohl rückläufig und bisher sind die Erwartungen nicht so wirklich übertroffen worden, sollen aber dann sich deutlich verbessern. Aber die Frage ist, wird das wirklich passieren? Denn wir sehen Margendruck, erstens durch gestiegene Löhne, zweitens durch wieder stark gestiegene Materialkosten, dazu gleich mehr. Und das wird dazu führen, dass eben diese teure Bewertung doch sehr, sehr teuer ist. KGV vom S&P 500, hier diese Grafik oder diese Tabelle von Formationstrader, 17,2, heute 19,2 ist schon am ziemlich oberen Ende, vor allem wenn wir sehen, dass die Zinsen ja jetzt nicht mehr bei Null sind. Beim Technology Index, also beim Tech-Sektor im S&P 500, sind wir bei 27,2.
Der 5-Jahres-Durchschnitt ist bei 22,4, 10-Jahres-Durchschnitt 19,3. Und wir sehen die Gewinnerwartungen für 23, die fallen erstmal weiter, werden also nicht angehoben, sondern nach unten genommen. Dafür hebt man dann 2024 an. Das heißt, nichts anderes, als dass man sagt, naja, so toll ist es nicht, aber es wird 2024 total gut, auf jeden Fall gut. Und das ist aus meiner Sicht der Grund der Rallye. Die Frage ist halt, wird das so kommen? Wird das wirklich passieren? Ja oder nein? Das ist dann die Gretchenfrage. Wir sehen auf jeden Fall die Small Caps, die zwar auch jetzt ein bisschen zulegen konnten, aber doch weit entfernt sind noch von ihren Hochs, dass die nach wie vor nicht so richtig mitkommen. Das aber brauchst du. Du brauchst eine gesunde Rallye, wo alle mitmachen und nicht nur einige wenige. Und das sehen wir übrigens auch, wenn wir mal den S&P 500 vergleichen, der ja jetzt auf einem neuen relativen Hoch ist oder Jahreshoch für 2023, aber Equal Weight, also der gleichgewichtete S&P 500, ist da noch ein gutes Stück entfernt, also eine Divergenz. Das muss sich ändern. Die Nebenwerte müssen eine Rallye zaubern. Der breite Markt muss mit nach oben. Wir haben jetzt gesehen, die Tech-Werte laufen nicht mehr so nach vorne. Die sind nicht mehr praktisch die Führungsfigur. Und das kann auch daran liegen, an dieser Grafik, die wir hier sehen. Hier sehen wir mal die Inventories bei Global Semiconductors, also Halbleitern, also die Lagerhaltung. Wir sehen, die Lagerhaltung ist jetzt fast so hoch wie kurz vor Platzen der Dotcom-Blase nicht mehr. Das heißt, da ist wahnsinnig viel auf Lager. Und wir haben ja jetzt gehört von KI-Boom. Wow, Chips, wow, wow, wow. Auf der anderen Seite sehen wir, dass alle Chipbauer letztendlich warnen, also die Firmen, die die Dinger faktisch herstellen, nicht nur konzipieren wie Nvidia, die warnen, die Nachfrage ist schwach. Und wir sehen, es ist unglaublich viel Lagerhaltung da. Das wird die Preise unter Druck bringen, aber es ist eben auch kein gutes Zeichen für die Wirtschaft, wenn eben so hohe Lagerbestände sind. Das heißt, der Bedarf, die Nachfrage ist gering. Das spricht irgendwie gegen diese wunderbare Konjunktur, ebenso wie eben die Folgewirkungen der Zinsanhebungen, die im Immobiliensektor, vor allem im Gewerbeimmobiliensektor, jetzt schon richtig ankommen. Wir haben jetzt aktuell Cerberus und Highgate haben Zahlungen für ihre Hotel Mortgage, also für ihre Hypothekenkredite, verpasst, konnten die nicht leisten. Wir sehen jetzt, dass die Delinquency Rates in diesem Bereich auf 5,4% gestiegen sind im Juni, vor 6 Monaten noch bei 4,4%. Also wir sehen, dass da die Ausfallraten so langsam nach oben gehen. Das ist das eine. Der zweite große Punkt dürfte der US-Konsument sein, dessen Sparstrumpf langsam nach Stimulusgeschenken erschöpft ist. Jetzt kommt die Rückzahlung der Student Loans im September. Dann fangen die Leute vorher an schon zu sparen. Deswegen sehen wir oder sahen wir zuletzt schwächere Konjunkturdaten. Wir sahen schwächere Einzelhandelsumsätze und schauen wir uns hier mal an. Der Macro Surprise Index für die USA geht auch deutlich zurück. Das ist jetzt nach einer langen Aufwärtsstrecke doch wieder eine deutliche Eintrübung. Gestern auch ziemlich schwach. Der Einkaufsmanager Index, zwar Gewerbe etwas besser wieder, weil eben offenkundig dieser Inflation Reduction Act hier zur Wirkung kommt. Aber der Dienstleistungssektor kühlt ab, also der Sektor, der die Wirtschaft lange getragen hat, über 80% in den USA. Und das ist weltweit zu beobachten. Der Dienstleistungssektor, der die ganzen Karren aus dem Dreck gezogen hat, der wird jetzt schwächer, der kühlt sich ab. Aber gleichwohl, hier sehen wir nochmal die riesige Differenz zwischen den Zahlen aus den USA und der Eurozone. Aus der Eurozone katastrophal schwach. Gestern auch der Einkaufsmanager-Index. Gleichzeitig die Inflation noch höher in der Eurozone. Und hier sehen wir nochmal diesen massiven Fall der deutschen Wirtschaft, gerade was eben die Industrie betrifft, 38,8, das ist wirklich ein Crashwert eigentlich. Normalerweise ist da Land unter, wenn wir so deutlich in der Kontraktion sind. Auch in Deutschland der Dienstleistungssektor nach unten, Frankreich mit sehr, sehr schwachen Zahlen. Aber hier sehen wir in dieser Grafik mal Manufacturing und Services und wir sehen, Manufacturing läuft immer vorweg. Das ist sozusagen der Frühindikator. Wenn der Frühindikator schwach ist, dann wird der Dienstleistungssektor früher oder später folgen. Das sehen wir jetzt im Anfangsstadium. Dienstleistung kühlt ab. Das wird bedeuten, dass da weiterer Gegenwind kommt. Und damit ist für mich immer klarer, dass wir sozusagen vor allem aus der Hoffnung für 2024 leben, weil man sagt, naja, das Schlimmste ist ja bald vorbei. Dabei glaube ich, dass die Probleme jetzt eigentlich erst so richtig anfangen, weil eben der Dienstleistungssektor, der vorher alles schön getragen hat, abkühlt. Heute um 10 Uhr bekommen wir den IFO. Gestern hatte Bayer
seinen Ausblick gesenkt. Also die nächste Warnung eines deutschen Unternehmens nach BASF, nach Lanxess, nach Evonik, das werden jetzt immer mehr. Der Evo, der dürfte jetzt oder ist jetzt zweimal in Folge ja gefallen. Jetzt das dritte Mal um 10 Uhr kommen die Daten, werden wir bei Finanzmarktwelt bringen. Und jetzt noch ein wichtiger Faktor, den ich vorher habe anklingen lassen. Wir sehen, dass Rohstoffe breit steigen, Metalle, Agrarrohstoffe. All das geht nach oben, Energie geht nach oben und Weizen steigt jetzt weiter, nachdem Russland einen Hafen in der Südukraine attackiert. Und das war ja nach Aufkündigung des Getreideabkommens ja praktisch die Hoffnung der Ukrainer, dann schaffen wir das halt praktisch da raus, da ist ein Fluss, die Stadt heißt oder der Hafen heißt Danube, direkt an der Grenze zu Rumänien. Da haben die Russen jetzt scharf attackiert, Bomben geschmissen, sodass man das selbst in Rumänien, wie ich heute auf Twitter gesehen habe, massiv hört, massiv mitkriegt. Also das ist praktisch der Versuch jetzt der Russen, die Getreideausfuhr der Ukraine, die ein wesentlicher Einnahmefaktor ist und für die Welt ja sehr, sehr wichtig ist, zu stören, zu unterbinden. Dementsprechend sehen wir, dass die Weizenpreise hochgehen, aber nicht nur Weizenpreise, schauen Sie mal, Sojabohnen, oben Grains, also alles, was im Prinzip Nahrungsmittel sind, Körner, Reis, Sojabohnen, alles massiv gestiegen in letzter Zeit, Energie gestiegen, Metalle gestiegen. Wenn wir dann mal zum Beispiel uns anschauen, wie hier die Lage ist, wollte ich das noch zeigen? Nein, das war schon richtig, aber hier wollte ich nochmal zeigen, dass wir hier zum Beispiel den Sektor Energie in Relation zum S&P 500 haben. Da ist jetzt eine Erholung erkennbar und da wäre noch viel Platz für eine weitere Erholung. Das heißt nichts anderes, als dass die Faktoren wie jetzt auch Agrarrohstoffe, die vorher gefallen sind, vor allem Energie, die Inflation damit nach unten gezogen haben, dass es damit jetzt wieder nach oben geht. Und das wird bedeuten, dass dann die nächsten Zahlen aus dem für den Juli, den wir jetzt aktuell erleben, die im August dann veröffentlicht werden, die Inflationsdaten aus dem Juli, dass die höher ausfallen werden und dass damit die Fed möglicherweise dann doch noch weiter die Zinsen anheben muss. Das heißt, der monetäre Gegenwind wird stärker. Der konjunkturelle Gegenwind wird stärker und das ist aus meiner Sicht eben jetzt nicht so fürchterlich bullisch. Bullisch heute dagegen die Aktion der Aktienmärkte in China. Wir sehen deutliche Anstiege, nachdem das Politbüro einen Satz weggelassen hat. Das ist so in kommunistischen Diktaturen oder in Diktaturen insgesamt, da muss man zwischen den Zeilen lesen, man hat den Satz weggelassen. Housing is for living in, not for speculation. Also Immobilienmarkt ist nicht für Spekulation, sondern eben für die elementarsten Bedürfnisse und daraus schließt der Markt, naja, das ist ziemlich dovish, die werden Stimulus machen, allerdings spricht nichts dafür, dass der große Stimulus kommen wird, sondern man wird so ein bisschen stimulieren, aber das ist vielleicht dann zu wenig, um die ohnehin schwache Wirtschaft, die aufgrund einer Nachfrageschwäche so leidet, wirklich aus dem Dreck zu ziehen, auch die Aktienmärkte aus China aus dem Dreck zu ziehen. Wo ist das Problem? Der Property Market, der Immobilienmarkt, der ist super schwach. Wir sehen Einzelhandelsumsätze schwach. Wir sehen praktisch, die Nachfrage ist nicht da, solange die Preise für Immobilien nicht deutlich steigen werden. Jetzt übrigens interessant, heute tagt das Komitee, das über Karriereaufstiege und Jobentlassungen praktisch entscheiden wird. Und jetzt ist ja Qin Gang, der Außenminister, seit 4 Wochen nicht mehr gesehen worden, wahrscheinlich weil er eine Affäre und ein Kind mit einer Journalistin jetzt bekommen hat. Ein Gesichtsverlust für Xi Jinping, der den Mann ja ernannt hat vor kurzem. Also das wird spannend zu sein, was da rauskommen wird. Übrigens noch, wenn wir zu China kommen, sehen wir, dass BYD jetzt Volkswagen immer mehr abhängt. Was die Verkäufe betrifft, Volkswagen geht tendenziell nach unten, viele andere holen auf. Ein Zeichen dafür, dass die Deutschen ein Riesenproblem haben, gerade in Sachen Elektromobilität. Abschließend noch 2 Empfehlungen, meine Damen und Herren. Eben dieser verschollene Qin Gang. Was es damit auf sich hat, hochspannende Geschichte. Erste Empfehlung, 2. Empfehlung, Musk hat ja Twitter jetzt umbenannt, eine etablierte Marke. War das ein Fehler? Warum hat das gemacht? Was wird da die Konsequenz sein? Das ist die 2. Empfehlung. Also diese 2 Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.